Andrea Beer. Das wird jetzt natürlich interessant. Andrea und Horst Beer aus Bremerhaven nach den Weltmeistern. Sie mit einer ganz anderen Auffassung. Was Ihnen niemand bestreitet, ist Ihre große Eleganz. Die Auslosung für die Bears war da gar nicht schlecht, nach den Weltmeistern zu kommen, denn sie wirken hier kontrastreich. Und wenn Sie vorhin gehört haben, wie Le Pen, das zweite deutsche Paar, gemeint hat, sie bevorzugen die elegante Note, so sind die Vergleiche der beiden Paare nicht günstig, wenn man sagt, Bears sind die sportlicheren, Le Pen ist die eleganten, beide beherrschen viel, viel mehr. Man kann sie eigentlich nicht in solche Schablonen schieben. To Russia I flew, but there and then I suddenly knew. Ist ja eine Figur benannt in allen Tanzbüchern der Welt zu Hause, die Langenau Pirouette. Die Eleganz dieses Paares und ihre Ausstrahlung ist hervorragend angekommen hier. Sie wurden gefeiert in Augsburg und mit dieser Leistung können sie auch getrost zu den Weltmeisterschaften gehen. Hören wir, was die Wertungsrichter meinen. So, und auch für dieses Paar die Wertung, zuerst die A-Note, bitte für Horsten Andrea Beer, 5,8, 5,9, 5,8, 5,7, 5,8, 5,9, es wäre eine diffizile Rechenarbeit, Ihnen jetzt schon sagen zu können, welchen Platz die beiden damit erobert haben, denn es werden doch 7 Teile zusammengezählt, aber sie sind auf gutem Weg, auf Platz 5 zu kommen. 5,8, 5,7, 5,8, 5,9, 5,8 und 5,8. Ja, es ist so, jetzt gerade international, wir sind seit 1980, haben wir an internationalen Meisterschaften bei den Amateuren teilgenommen. Und praktisch alle ehemaligen Amateurweltmeister tanzen jetzt auch bei den Profis. Das heißt also,
ob es der David Sycamore mit der Denise Wievers ist, die war 79 Weltmeister, dann war der Möhringen 80, 81, Johnny Burns. Das sind alles ehemalige Weltmeister, die da jetzt tanzen. Und wir reihen uns jetzt als jüngste Weltmeister in das Feld ein. Und da muss man natürlich erstmal sich wieder einen Namen bei den Profis machen. Und das ist mit Sicherheit nicht ganz einfach zu anfangen. Aber wir haben heute den Sprung ins Finale geschafft und das war unser Ziel. Er hat es gesagt, Andrea, ich glaube, auch als Weltmeister muss man sich in die Herzen und ins Gedächtnis der Wertungsrichter hineintanzen. Ja, das ist richtig. Also wir haben eigentlich immer großes Glück bei dem Publikum, muss ich sagen. Also anscheinend, obwohl wir hier jetzt keine Schlachtenbummler dabei haben, standen die also voll hinter uns und das war also ganz toll.